Hallo und schön, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Heute zeige ich dir ein weiteres Armband und diesmal knoten wir dieses. Das geht wirklich ganz einfach, du brauchst ganz wenig Material. Und wie einfach das jetzt geht und wie schick das aussieht, das möchte ich dir jetzt zeigen. Die anderen Armbänder, die du hier siehst, das habe ich dir schon extra in einem Video gezeigt und heute geht es um dieses. Natürlich kannst du es in jeder Farbe arbeiten, die du möchtest. Diese Kordel, die man dafür braucht, gibt es wirklich in allen Farben. Ich habe jetzt so ein Grün genommen, das sieht man am besten beim Flechten, weil Schwarz ist wirklich sehr schwer zu erkennen. Dasselbe gilt jetzt für diese Armbänder. Das ist jetzt in Dunkelbraun. Das hätte man auch nicht gut gesehen, deswegen habe ich es in Grün gezeigt mit vier verschiedenen Arten, wie man es besticken kann. So, und jetzt würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. So, nun kommen wir zum Armband. Wir brauchen etwa 25 bis 30 Perlen. Das kommt auf den Armumfang an. Dann brauchen wir einen Verschluss und eine etwas größere Verschlussöse. Dann brauchen wir solche eine Bastelkordel, die habe ich euch schon mal gezeigt. Da habe ich schon mit einem Armband gehäkelt und anderen Schmuck. Und von diesem Band brauchen wir drei Stücke zwischen 1 Meter und 1,20 Meter. Das kommt dann auch wieder auf den Armumfang an. Also nehmt ein bisschen länger. Was übrig bleibt, den schneiden wir sowieso ab. Und diese drei Stücke machen wir uns jetzt erstmal fertig. Wir nehmen jetzt alle drei Teile zusammen und fädeln die durch die Öse und machen die Öse genau in die Mitte. Genau in die Mitte von unseren Bändern. So, jetzt haben wir sie in die Mitte und dann machen wir einen Knoten. So, den ziehen wir richtig dolle fest und dann haben wir schon unseren Anfang. So, jetzt mal ein Tipp. Auf nur ein Band wird jeweils eine Perle gefädelt und die Bänder lassen sich wirklich, also das lässt sich schwer auffädeln. Wenn man jetzt aber so das eine nimmt und taucht es ein bisschen in Wachs, einfach eine Kerze anmachen, Wachs laufen lassen, eintauchen und dann verkneten, dann geht das wirklich sehr gut. Und das nochmal so ein Tipp. So, auf dieses eine Band fädeln wir jetzt immer abwechselnd eine Perle. So, jetzt habe ich gerade eine erwischt, die nicht zum Durchstecken war. Hat man ja öfters. So, und ihr seht, wie einfach das durchgeht. Und zieht die bis oben hin. Der Anfang ist ein bisschen schwierig, bis die Bänder liegen, wie wir sie brauchen. Die Perle kommt in die Mitte. So, auf der einen Seite haben wir drei Bänder, auf der anderen Seite nur zwei. Das mittlere muss festgehalten werden. So, und jetzt zeige ich den ersten Knoten. Wir legen die zwei Bänder auf das mittlere Band in so einer Kurve, so einer Schlinge, nur auflegen. So, dann legen wir die drei Bänder da drüber. Gehen aber jetzt mit den drei Bändern auch noch gleichzeitig nach hinten und ziehen es durch die Öse durch. So, das ist ein Makramee-Knoten. Den gibt es schon ganz lange. Kann man mit ganz dicken Garn machen oder dünn, wie man möchte. Da habe ich schon Hängetische mitgemacht, Schaukeln, Hängematten mit wirklich festem Garn, Windlichter, wo ich Gläser eingesetzt habe, geht ganz, ganz toll. Das kommt aber so nach und nach. So, das war der erste Knoten. Das würde sich jetzt verdrehen. Wir brauchen noch einen zweiten. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und legen über den Mittelfaden. Der Mittelfaden richtet sich immer aus. Nochmal so eine Schlinge. Dann gehen wir mit den drei Fäden über das mittlere drüber hin. Also über die Schlinge. Und kommen wieder von hinten durch diese Öse und ziehen es fest.
Also das ist ein Rechts- und ein Linksknoten. Wenn wir das nicht machen, verdreht sich das Ganze. So, jetzt haben wir wieder den mittleren Faden. Da kommt jetzt unsere nächste Perle drauf. Hoffen wir, dass die durchgestochen ist. Wieder nicht. Also ich habe ein Glück mit meinen Perlen heute. So, geht die? Auch nicht. Wenn man da wieder wirklich mehrere von hat, dann rentiert sich dann irgendwann mal die Bohrmaschine auszupacken und vor einen Bohrer zu nehmen und die nochmal durchzustechen. Wieder nicht. Sisyphusarbeit. So, die geht. Und ihr seht, wie einfach es aufzufädeln ist, wenn man da ein bisschen Wachs vorne dran hat. So, wir ziehen es wieder ganz nach oben. So, ich zeige jetzt wieder langsam. Also der Mittelfaden mit der Perle, darüber legen wir die linken Fäden oben drüber in so einer Schlaufe. Dann kommen wir mit den rechten Fäden, legen die oben über die zwei und gehen aber nach hinten und ziehen die durch unsere Schlaufe durch. So, und festziehen. So. Jetzt machen wir das auf der anderen Seite, dann legen wir die zwei Fäden wieder in eine Schlaufe auf den Mittelfaden, dann gehen wir mit den drei Fäden über diese Schlaufe und gehen nach hinten und ziehen sie durch die Schlaufe durch. Einmal rechts, einmal links den gleichen Knoten. So, jetzt fädel ich meine Perle auf und dann zeige ich den Knoten nochmal ganz langsam. So, die dritte Perle steht. Wir nehmen die Zweierfäden, legen sie vor den Mittelfaden in der Schlaufe. Dann kommen wir mit den Dreiern einmal oben drüber, aber dann auch nach hinten weg und durch die Schlaufe durch, komplett durch und festziehen. So, schön, dass unsere Perle mittendrin sitzt, mal kontrollieren. So, dann machen wir es auf der anderen Seite, die Zweierfäden über den mittleren drüber hin. Dann kommen unsere Dreierfäden, die gehen erstmal vorne über die Zweierfäden drüber hin und kommen dann hinten durch die Schlaufe wieder raus. So, und das sind unsere Knoten, die wir brauchen. Immer gut festziehen. Der Mittelfaden bekommt immer die Perle ab. Und dann müssen wir einen rechten und einen linken oder einen linken und einen rechten Knoten machen und dann ergibt sich so ein schönes Armband. Das machen wir jetzt mal auf die Länge von eurem Arm, den ihr braucht, immer mal messen und dann machen wir noch den Verschluss dran und arbeiten es fertig. So, bei mir hat es jetzt die richtige Länge und jetzt müssen wir die Bänder dann noch ein bisschen einkürzen. Wie gesagt, ich habe wirklich viel Luft gelassen, damit es für jeden Arm passt und manche machen auch die Knoten dann ein bisschen weiter, dass es für jeden passt. So. Jetzt nehmen wir den Verschluss und fädeln den auf mit dem einen Band, wo auch die Perle dran war. So, guck, dass es wirklich gut passt, weil wir kriegen es dann nicht mehr auf. So, jetzt haben wir unseren Verschluss hier. Und dann machen wir noch einmal einen Knoten, einen Makramee-Knoten. So, will es halt nicht durch. So, und ziehen es gut fest. So, und dann sitzt das schon mal ganz gut. Und jetzt machen wir nochmal einen Knoten. Alle Bänder. So. Und dann können wir das mittlere Band nochmal nehmen. Und schlingen das noch mal ein bisschen drum herum und geben unten drunter mal so ein bisschen einen Kleckskleber, Flüssigkleber, egal was ihr zu Hause habt, damit das wirklich richtig gut hält. Das wäre jetzt im Moment nicht. So. Und wickeln das noch mal so ein bisschen, dass das wirklich richtig bombig sitzt. Und dann können wir die Bänder einkürzen und dann ist auch schon
das Armband fertig. Wenn man jetzt die Bänder abschneidet, nur noch mal zur Sicherheit, dann wirklich auch noch mal ein bisschen, wenn jetzt die Fäden gut abgeschnitten sind, dann wirklich alles noch ein bisschen mit dem Kleber verkleben, damit sich das wirklich beim Tragen nicht löst. Das wäre wirklich unschön. So, und dann einfach noch so ein bisschen übereinander ziehen, dann hält das, trocknen lassen und dann ist es auch schon fertig. Und so siehst du jetzt das Armband fertig und dann hoffe ich sehr, die Idee hat dir gefallen. Du hast Spaß mit meinem Kanal gehabt, mit meinen Erklärungen und Ideen und dann freue ich mich, wenn du auch wieder mal reinschaust. Liebe Grüße und bis bald. Tschüss.